alle rappen von Bitches und Autos und so und keinen interessieren solche Themen scheinbar. Und deshalb war es für mich eben auch so schwierig, da so einen Gegenpol darzustellen. Letztendlich war es aber gar nicht schwer, es war immer nur in meinem Kopf, also es war ein Produkt meiner Vorstellungskraft, so ein Teil der Fantasie, dass ich mir dachte, jetzt hatet mich die ganze Welt, wenn ich mich zeige, wie ich bin. Und das Verblüffende ist der Erfolg meines Lebens. Dass bei all diesen coolen Worten, die man dann irgendwo auf YouTube oder sonst irgendwo aufschnappt, dass man ja in dieser Zeit vielleicht noch gar nicht so daran glauben kann, dass es irgendwann besser ist. Und vielleicht hast du für all die, die noch in so einer Phase stecken, und noch nicht so wirklich die Leiter da raus haben, beziehungsweise sie gar nicht sehen. Vielleicht hast du für die ein paar coole Worte. So, diese Frage zu stellen, ist eben auch was, was Mut erfordert. Das haben uns Kinder total voraus, weil Kinder in die Welt gehen. Ja, das hat mich gerade ein bisschen geflasht, wo du das gesagt hast. Also wirklich. Du wurdest mit einer Bestimmung geboren, mit einem göttlichen Talent gesegnet und mit einer himmlischen Aufgabe betraut. Beginne dein Verhalten jetzt zu ändern und entschlossen zu handeln und dann wird sich deine Umgebung auf zauberhafte Weise zu deinen Gunsten verändern. Passiert sich genau dieser Vorgang. Es dauert 28 bis 90 Tage, dann ist es im Unterbewusstsein verankert und dann wird es zu einer automatisierten Handlung und in dem Fall ein automatisierter Gedankengang. Und dann befasst du dich irgendwann tatsächlich automatisch mit guten Dingen, mit konstruktiven Dingen. Das hilft gerade in jungen Jahren mit 20 enorm. Dass du einen Rückschlag erleben durftest und es dennoch weiter versuchen wirst. Kurzer Tipp am Rande, so, wenn jemand an Zweifel gerät und sich Sorgen macht und so, dann ist dein Verstand nur in so einer Endlosschleife, weil er beschäftigt werden will. Und dann stell ihm einfach eine intelligente Frage. Zum Beispiel, setze jedes Aber konstant durch ein Und. Ich lebe meine Träume und, egal wie oft ich fehlschlage, ich werde weitermachen. Ich glaube an mich und nicht aber. Du wirst immer einen Grund finden, durch ein Aber aufzuhören. Und du wirst auch immer 10 Gründe finden, durch ein Und weiterzumachen. Und damit recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Cool, dass du mit dabei bist heute bei dieser Reiseinspiration. Und wie du auch schon gesehen haben dürftest, bin ich heute nicht alleine hier, sondern habe mir Unterstützung geholt. Nicht irgendeine Unterstützung, sondern Seom, der mit bürgerlichem Namen Patrick heißt. Und bevor wir dieses tolle Gespräch starten, Patrick, gleich die Bitte an dich, dich doch kurz vorzustellen, denn einige auf diesem Kanal werden dich mit Sicherheit noch nicht kennen. Ja, hi, freut mich hier zu sein. Ich bin Songwriter, Künstler, Rapper, Autor und Referent. Ich mache schon seit 20 Jahren Musik, lebe mittlerweile komplett von der Musik, habe vor 3 Jahren auch ein großes Buch veröffentlicht. Und habe vor allem so die Passion, die Menschen mit meiner Musik zu berühren, die Herzen zu öffnen und sie an ihre Potenziale zu erinnern. Also den Menschen wirklich zu zeigen, dass sie zu mehr in der Lage sind, als sie vielleicht denken und vor allem als die Gesellschaft uns oft vermitteln will. Und dass es besonders wertvoll ist, wirklich der Stimme des Herzens zu folgen und den eigenen Weg voller Mut zu gehen. Und das tue ich selbst schon seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb denke ich auch, dass man da den Menschen sehr viel Inspiration mitgeben kann und darf. Ja, auf jeden Fall cool. Also ich weiß noch ganz genau, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin. Vielleicht fangen wir damit an. Das war vor ungefähr 3 Monaten. Da war ich zu Gast in aus so einer Talks-Sendung hier. Das ging über Skype. Und da ist dann der Name von dir gefallen. Und neugierig wie ich war, habe ich dann direkt am Abend das mal eingegeben auf Spotify. Und ich glaube, da ist ja Spirit heißt das Album von dir drauf. Und das erste Lied, was ich dann gehört hatte, das mich direkt angesprochen hat, war Glauben. Und da geht ja direkt am Anfang, geht ja dann diese Kinderstimme los. Und das ist wirklich ungelogen. Also ich hatte am ganzen Körper einfach so eine Gänsehaut. Das war der Wahnsinn. Das hatte ich noch nie bei einem Lied. Und das Lied ging ja gar nicht los. Das war einfach nur diese Kinderstimme. Und einfach vom Inhalt her hat mich das so tief angesprochen. Und dann habe ich ganz viel von dir gehört. Und jedes einzelne Lied hat mich irgendwie anders angesprochen als ganz viele andere Lieder. Also das war wirklich so, man spürt das einfach direkt, dass du den Leuten viel mitgeben kannst. Und deswegen ist das eine verdammt coole Chance jetzt hier für alle, die zugucken, Inspiration einfach da rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob du auf meinem Kanal schon mal was dir angeschaut hast. Ich sprech bei mir ganz, ganz gerne davon, dass wir alle auf einer Reise sind, dass wir, ja, sagen wir mal, schon individuell alle andere Stärken haben, andere Interessen, andere Talente, aber dass uns ja trotzdem was verbindet. Und dass man voneinander quasi genau das, was uns verbindet, halt lernen kann. Und ja, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo wir die Bindung zu uns selbst ein Stück weit verloren haben. Und gleich vorweg, was ist für dich, sagen wir mal, der Sinn oder ja, doch der Sinn des Lebens?
ist jetzt ein bisschen allgemein gefragt, aber wo draus ziehst du deine Kraft, sagen wir mal, deine Motivation auch fürs alltägliche Leben? Also ich finde es besonders wichtig, dass wir uns trauen, uns zu entfalten. Ich denke, dass wir alle die gleichen Anlagen haben, wie zum Beispiel eine Blume oder eine Löwin oder was auch immer, welches Lebewesen du nehmen willst, und die entfalten sich zu ihrer vollkommenen Pracht. Der Vorteil, den die Blume uns gegenüber hat, ist, sie denkt nicht drüber nach. Und wir bekommen halt schon von klein auf immer wieder vermittelt, was möglich sei und was nicht möglich sei. Und genau das ist ja oftmals einfach Quatsch. Das stimmt, vieles leider nicht so. Und deshalb ist es für mich eine ganz große Aufgabe, meine Talente und die Dinge, die mir Freude bereiten, meine Leidenschaften voll zur Entfaltung zu bringen. Und da auch einfach die Meinungen von außen oftmals zu ignorieren, vor allem eben diese gesellschaftlichen, und neue Wege zu bestreiten, eben eigene Spuren zu hinterlassen. Und das in Bezug auf Liebe und auf Freude natürlich in der Verbindung ergibt für mich so den Sinn des Lebens, also der Freude zu folgen, der Liebe zu folgen und eben das zu tun, was mein Herz mir sagt. Und das ist eben ganz oft nicht der Weg, den einem Menschen vorgeben. Und deswegen erfordert es auch besonders viel Mut. Also ich habe auch 3 Ausbildungen in meinem Leben gemacht und wollte eigentlich immer nur Musik machen und wusste, dass ich nur das tun will. Und habe dennoch eben viele andere Wege erstmal eingeschlagen, weil man mir gesagt hat, das macht man so und das wäre vielleicht besser für die Zukunft und so. Und jetzt bin ich glücklicher denn je und erfolgreicher denn je. Und also auf allen Ebenen habe ich viel mehr Fülle manifestiert, indem ich mich einfach getraut habe, voll meinem Herzen zu folgen und den Weg eben zu gehen. Und auch wenn es Mut erfordert, das ist für mich so die erfüllendste Art zu leben schlechthin. Deswegen will ich das eben auch jedem Menschen so mitgeben. Ja, cool. Also das merkt man dir auch voll an. Das Ding ist einfach, dass wir groß werden mit Internet und dass dieses Internet halt früher eben noch nicht zur Verfügung gestanden hat. Einerseits sehe ich das heute vollkommen positiv, vollkommen cool, weil wir das erste Mal einfach die Chance haben, uns so viel Inspiration zu nehmen, aus allen möglichen Richtungen kommt. Das heißt, dass wir so viele Wege, sagen wir mal, ja, einfach uns direkt anschauen können. Zum Beispiel jetzt hier das beste Beispiel, wir wären nie zusammengekommen ohne das Internet. Und auf der anderen Seite ist aber das Problem halt eben, das ist nicht nur das Internet schuld, sondern auch das Schulsystem, dass Jugendliche, und ich kann da auch jetzt immer nur von mir reden, aber auch von ganz vielen anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass wir einfach, sobald wir aus der Schule rauskommen, ging mir so, nach dem Abitur wusste ich einfach überhaupt nicht, wer ich bin und wer ich sein will. Und ja, wenn ich zurückblicke auf meine Schulzeit, war ich eigentlich wirklich ab dem 6., 7. Schuljahr einfach komplett, ja, nicht ich selbst. Also ich war immer nur einer, der anderen gefallen wollte, der irgendwie cool sein wollte, der dann auf Instagram, sagen wir mal, immer ganz viele andere coole Jungs irgendwie gesehen hat und sich dann bestmöglich irgendwie anpassen wollte. Und was dann bei mir und bei ganz vielen anderen, glaube ich, heute noch dazu kam, war eben zum Beispiel auch dieser unbegrenzte Zugang zu Pornografie, womit einfach ein komplett zerstörerisches Bild der Sexualität einfach vermittelt wird. Und worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass wenn wir aus der Schule rauskommen, ganz viele einfach gar nicht mehr wissen, wer sie sind und nicht nur nicht mehr wissen, wer sie sind, sondern auch einfach überhaupt nicht mehr, sagen wir mal, wissen, wo sie hin möchten. Also das heißt, diese innere Stimme, dieses innere Selbstvertrauen ist einfach weg, einfach weil in dieser Schulzeit so eine, ja, sagen wir mal, so eine Gleichmachung passiert. Und man sich danach gar nicht mehr so traut, dieses, was du eben als Blume, die sich entfaltet, einfach gar nicht mehr traut, andere Wege zu gehen. Und das Ding ist, dass diese anderen Wege halt auch nicht vorgelebt werden oder ganz selten nur vorgelebt werden. Und deswegen die nächste Frage, wie war das bei dir? Also wie hast du diesen anderen Weg, sagen wir mal, wie hast du den umgesetzt oder wie ging deine Reise los, sagen wir mal so? Ja. Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil ich das tatsächlich selber lange Zeit so erfahren musste. Also ich wurde mit 15 schon zum Schulpsychologen geschickt, weil ich so viel träume, hat man immer gesagt. Also als ob Träumen Krankheit sei oder irgendwie nicht normal sei und so. Und interessanterweise das, was ich am allerliebsten getan habe, nämlich Texte schreiben, Musik machen, das habe ich dann meinen Lehrern gezeigt irgendwann. Und in Musik bin ich da komplett durchgefallen. Also da sagten die Lehrer so, okay, das hat nichts mit Musik zu tun, weil das ist Rap und Rap ist keine Musik. Und auch wenn ich mitkomponiere und so, hat das nichts damit zu tun, weil ich spiele keine 4 Instrumente und so. Deshalb mit Musik Geld verdienen funktioniert eh nicht so. Dann dachte ich mir, gut, gehe ich mal zu meinem Deutschlehrer, habe dem das alles gezeigt und der meinte, ja gut, das ist auch nicht wirklich relevant im Deutschunterricht, weil hier geht es um Sprachanalyse und Erörterung und Stellungnahme. Das Spannende ist also, dass mir jeder mein Talent sozusagen kleinreden wollte. Und ich glaube, die Kunst dabei ist, immer wieder nur darauf zu achten, was mir wirklich Freude bereitet. Also auch an die Menschen draußen, immer nur darauf achten, so was macht mir richtig Spaß,
wo leuchtet mein Herz so stark, dass ich alles andere vergesse und auch meine Augen leuchten, wenn ich davon spreche. Und ich glaube, dass das schon mal die ersten Hinweise sind für den Weg, den du gehen darfst. Und dann erfordert es halt bis zum heutigen Tag auch für mich einfach wahnsinnig viel Mut, das immer durchzusetzen. Ich vermittle ja, wie du vorhin auch gesagt hast, viele alte Weisheiten oder spirituelles Wissen in meinen Songs und bin ja mit Rap groß geworden und war auch schon früher auf Freestyle-Battles und dergleichen. Und wenn du da anfängst, von solchen Themen zu sprechen, erfordert es natürlich Mut, weil da alle rappen von Bitches und Autos und so und keinen interessieren solche Themen scheinbar. Und deshalb war es für mich eben auch so schwierig, da so einen Gegenpol darzustellen. Letztendlich war es aber gar nicht schwer, es war immer nur in meinem Kopf, also es war ein Produkt meiner Vorstellungskraft, so ein Teil der Fantasie, dass ich mir dachte, jetzt hatet mich die ganze Welt, wenn ich mich zeige, wie ich bin. Und das Verblüffende ist, der Erfolg meines Lebens kam, als ich mich voll bedingungslos so gezeigt habe, wie ich bin. Und das bezieht sich auf alle Ebenen, also auch wenn ich eben mal auf spirituellen Kongressen bin, wo viele, viele alte, also ältere Leute sind, 40, 50, 60-Jährige, und ich dann da einfach bin, wie ich bin, dass ich mit einem Hoodie komme und einfach von meiner Art zu leben erzähle, dann erfordert es eben auch Mut nur auf der anderen Ebene, dass man sich denkt, vielleicht nehmen die einen nicht ernst. Und die nehmen einen umso ernster, umso authentischer und umso ehrlicher man ist. Und deshalb, also glaube ich, der beste Tipp für die Menschen draußen ist, achte drauf, was dir Freude macht, achte drauf, wo dein Herz richtig leuchtet und dann habt den Mut, dem zu folgen und dazu zu stehen. Und selbst die Leute, die ganz andere Filme fahren, werden dich dafür respektieren und es tolerieren, wenn sie spüren, dass es echt ist und dass du das bist. Ja, also verdammt coole Worte, die sprechen jetzt wahrscheinlich nicht nur den Zuschauer an, sondern die sprechen mich auch vor allen Dingen an. Wirklich noch nicht lange her, dass bei mir diese innere Reise losging. Also ich spreche da immer gerne davon, dass wir heute in der Zeit leben, wo ganz vielen Menschen bewusst wird, dass sie, ja wie soll ich sagen, dass sie so, wie sie bisher gedacht haben, einfach nicht in Richtung Glück kommen können. Und dann kann man natürlich anfangen, was im Außen zu verändern, aber der für mich inzwischen am sinnvollsten erste Schritt ist einfach, erstmal in sich zu gucken. Der wichtigste Schritt ist dann wahrscheinlich einfach, den Mut aufzubringen, erstmal sich von ganz vielen Ablenkungen einfach bewusst fernzuhalten. Also das heißt, dass man mal das Internet weglässt, dass man das Handy weglässt, dass man das Fernsehen einfach alles einfach mal weglässt und mal wieder in sich hört. Und bei mir war das am Anfang so, wie gesagt, bei mir ging es nach dem Abitur los und das war auch gezwungenermaßen, dass diese Reise in mich losgegangen wäre oder ist. Die wäre nie losgegangen, wenn es mir zu dem Zeitpunkt nicht absolut beschissen gegangen wäre. Also ich war wirklich in einem extrem tiefen Loch danach und ja, hat einfach zwar viele Richtungen schon so ein bisschen vorgegeben bekommen, in die ich dann hätte gehen können, also das studieren und dann die Ausbildung machen. Und aber ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust darauf. Also bei dem Gedanken daran war da nichts, was mich irgendwie motiviert hätte oder wo ich mir gedacht hätte, ja, das ist jetzt mein Weg. Und ich wusste aber auch nicht, wie ich jetzt diesen Weg, also meinen Weg finden sollte. Und vor die Zeit einfach immer nur gelesen, weil ich lesen musste, ob das jetzt im Deutschunterricht oder sonst wo war, da musste ich lesen und hatte überhaupt keine Lust zu. Und jetzt auf einmal wollte ich lesen, weil ich andere Wege haben wollte. Und dann war das ein ganz anderes Lesen als in dieser Schulzeit. Und dann war wirklich das erste halbe Jahr von dieser Reise, habe ich so viele Bücher verschlungen, wie noch nie in meinem Leben. Auch ganz viele spirituelle Sachen. Ich weiß nicht, warum die mich so angesprochen haben, aber ich hatte da so viele Gänsehautmomente bei Sachen, die ich da gelesen hatte. Und mir wurde einfach da bewusst, dass ja, ich persönlich nicht mehr so das Leben leben konnte, was ich mir bis dahin vorgestellt hatte. Also das heißt, ich wollte nicht mehr das machen, was mir jetzt da irgendwie vorgegeben wird oder was andere von mir erwarten, sondern ich wollte mich jetzt mit tieferen Sachen befassen, die ich so noch nie gehört hatte. Ob das jetzt mein Verwandtenkreis war oder mein Freundeskreis. Ich wusste einfach, da ist jetzt was, was mich auf einer ganz tiefen Ebene anspricht, aber ich wusste noch nicht, wie ich damit anfangen soll. Und ja, da ging diese Reise dann so richtig los und mein Weg war dann, dass ich dieses YouTube-Ding hier gegründet hatte und auf einmal kamen ganz viele Leute, die mir geschrieben hatten, denen es genauso geht und die genau dieselben Erfahrungen gemacht hatten und die auch nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und deswegen ist diese Zeit hier heute eigentlich so cool, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir nicht mehr eine äußere Revolution brauchen, sondern eine innere Revolution. Und das fand ich sowas von zutreffend. Und jetzt vielleicht mal an dich die Frage, du hast eben selbst gesagt, du befasst dich wahrscheinlich schon seit Kindesalter auch mit solchen spirituellen Sachen. Da würde mich jetzt persönlich und viele meiner Zuschauer auch interessieren, was hast du denn da für, sagen wir mal,
Praktiken, die du regelmäßig ausführst, also Meditation oder sonst irgendwas? Genau, also ich mache das seit klein an. Das Ding ist, dass die Leute das verstehen können. Meine Eltern waren beide völlig normal gesellschaftlich verwurzelt. Mein Vater war Bankkaufmann, meine Mom Versicherungskauffrau. Und dann wurde sie ganz schwer krank und ist von den Ärzten als unheilbar eingestuft worden und hat dann durch Heiler, also durch einen Schamanen, Heilpraktiker und durch Meditationstechniken innerhalb von 2 Monaten komplette Heilung erlangt. Also das, was die Schulmedizin dann schon für unmöglich gehalten hat, hat sie umsetzen können. Da war ich 5, 6, 7 Jahre alt und dann haben meine Eltern beschlossen, genau das lernen zu wollen und haben ihre Jobs gekündigt und haben wirklich sich komplett als Heiler ausbilden lassen. Mein Dad ist jetzt eben Heilpraktiker, Personal Coach, meine Mama Meditationslehrerin und ich war halt bei diesen Heilerseminaren immer zwangsläufig dabei, weil ich ja noch ein kleines Kind war und bin somit also schon ganz früh mit dem Thema sozusagen konfrontiert worden. Was du noch gesagt hast vorab, mit der Stille, super, super wichtig. Genau das habe ich auch viele, viele Monate und Jahre für mich praktiziert. Also erster Schritt, wie du gesagt hast, Fernseher rausschmeißen, so fand ich super wichtig. Und dann, ich habe mich auch eine Zeit lang, auch wenn es jetzt für fast unmöglich gehalten wird, mal bei Facebook abgemeldet und wirklich gar nichts mehr da gemacht, so. Und man nutzt es jetzt als Künstler natürlich. Aber auch das finde ich eben sehr wichtig, weil wir in diesem Geräuschedschungel der Konditionierungen halt so drauf getrimmt sind, immer nur zu agieren oder zu reagieren und eben weniger zu agieren. Und es ist so schön, wenn man in sich geht und die Stille nutzt, weil man daraus dann eben diese Schätze schöpfen kann. Und genau das tue ich eben auch als erste Technik. So jeden Morgen gönn dir 10, 15 Minuten ohne irgendwas. Also setz dich einfach hin, mach eine Kerze an, schau die an. Und du musst auch gar nicht irgendwie groß meditieren in dem Sinne, weil viele sehen dieses Dogma so, oh Gott, meditieren muss ich jetzt lernen und was kann man falsch machen? So, du sei einfach bei dir und du tust dir schon unheimlich gut. Und das war für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und dann achte ich immer im Tagesgeschehen wirklich darauf, so wo mein Herz immer am meisten Freude empfindet und verstärkt die Dinge. Und dann nutze ich persönlich viele Visualisierungsübungen, dass ich mir eben vorstelle, okay, wo möchte ich hin? Was würde sich für mein Herz noch besser anfühlen? Wo würde ich noch mehr Freude empfinden? Und schmückt es wirklich in Bildern aus, die ich mir jeden Tag 10 Minuten morgens und 10 Minuten abends im Geist vor Augen führe. Und interessanterweise ist die Sachen, die ich mir vor einem Jahr visualisiert habe, habe ich jetzt fast 1:1 erlebt. Und es ist wirklich verblüffend, es ist wirklich magisch. Und mit diesen Techniken kannst du, auch wenn du es selbst immer wieder anwendest, dich immer und immer weiterentwickeln. Ich habe irgendwann gespürt, du brauchst keine Bücher mehr, du brauchst keine Lehrer mehr in dem Sinne. Auch Buddha sagte mal, überprüfe, was ich dir sage, nur durch dein eigenes Leben. Und ich finde das so wichtig, dass du dir erlauben darfst, die Dinge selbst zu erfahren und dein eigener Meister deines Lebens zu werden. So klar sind Inspirationen super schön und wertvoll, jedoch sind sie nicht zwangsläufig notwendig, um an den Punkt in deinem Leben zu kommen. Und deswegen finde ich es so schön, dass du dir selbst bewusst werden darfst, dass du Schöpfer bist oder Schöpferin bist. Und dass du dir wirklich jeden Tag in diesen 17 Stunden, in denen du wach bist, die Frage stellen darfst, okay, womit fülle ich die? Was ist jetzt für mich wichtig? Und ich habe so viele 80-, 90-jährige Menschen getroffen in meiner früheren Arbeit als Logopäde, die halt dann sagen, ich hätte so viele Wünsche gehabt und das wären Dinge gewesen, die leicht umzusetzen gewesen wären. Und jetzt komme ich nochmal auf unsere Zeit zu sprechen. Es ist so genial, wo wir leben, weil du kannst die Dinge einfach Step by Step umsetzen. Früher hast du gesagt, okay, mein Vater war Metzger, ich muss Metzger werden und dann war dein Schicksal besiegelt so. Und wie ich sagte, ich habe 3 Ausbildungen gemacht, ich habe immer neben der Arbeit meine Songs geschrieben, habe dann auch, als ich von der Mucke ein bisschen leben konnte, weniger gearbeitet. Und so kannst du ja auch alles Step by Step machen. Du musst ja nicht sagen, okay, ich versuche jetzt alles auf die Karte zu setzen, sondern kannst eben schön übergehen, so in fließenden Übergängen. Und so als auch ganz wichtiger Aspekt, als Tipp für die Leute draußen, fokussiere dich auf die Dankbarkeit. Also das hat in meinem Leben so die allergrößten Glücksmomente erzeugt, wenn du dir jeden Tag, am besten schriftlich morgens, 10 Punkte festhältst, wofür du dankbar bist. Und die Dinge, auch Geld und Freundschaft und Liebe, alles, was in deinem Leben dich bereichert, ganz bewusst mit Energie versorgst, weil Energie eben der Aufmerksamkeit folgt. Und in dem Moment, in dem du die Dinge mit Dankbarkeit segnest, kommt das Ganze in dein Leben zurück. Und das finde ich für den praktischen Alltag einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ja, verdammt cool. Also wie gesagt, ich merke gerade, das ist hier der richtige Gast. Also nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für mich, weil, wie soll ich sagen, ich bin gerade auch an einem Punkt, wo ich zwar weiß, ich weiß meine Richtung, nur das Ding ist, was du eben gesagt hast, du hast 3 Ausbildungen angefangen, bevor du dann irgendwann, sagen wir mal, wirklich den Mut hattest,
jetzt so wirklich 100% deine Energie auf das zu bündeln, was du eigentlich wirklich möchtest. Und dass es dir ab dem Zeitpunkt dann auch egal war, dass ein anderer Weg zwar angesehener ist, aber du jetzt deinen Weg verfolgst. Auf der anderen Seite sind da halt diese gesellschaftlichen Anforderungen. Also wenn ich jetzt irgendwann mein Ding machen möchte, dann sind da ja vielleicht irgendwelche Kunden, die dann erstmal auf einer Webseite lesen wollen, was hat der denn für eine Ausbildung und was hat der denn für Referenzen. Und das finde ich halt, klar, du hast vollkommen recht damit, wenn du sagst, dass wir heute in so einer coolen Zeit leben, dass wir das erste Mal als junger Mensch wirklich die Chance haben, andere Wege zu gehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich nicht für jeden direkt so einfach umsetzbar. Das ist ja nun mal einfach der Fall. Und ich glaube, du willst schon was sagen dazu? Voll wichtig, danke dir. Wegen der Referenzen, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ich gebe ja auch Seminare und meine Seminare sind fast durchgehend ausgebucht. Das sind Menschen, die 40, 50, 60 Jahre alt sind. Es sind auch Jüngere dabei natürlich, aber viele sind in dem Alter. So. Und da hat mich nie irgendeiner nach einer Referenz gefragt. Und das ist so spannend. Ich bringe den Menschen im Seminar 8 Stunden lang Dinge bei, ohne irgendwas dergleichen offiziell studiert zu haben. Natürlich habe ich ein privates Studium von 20 Jahren hingelegt, aber das Coole ist, dass diese ganzen Referenzen vollkommen überbewertet werden. Sowohl musikalisch als eben auch als Autor. So, als ich mein Buch fertig geschrieben habe, wurde das zum Lektor gebracht und der Verlag hat ja so ein Lektoriat sozusagen. Die kamen danach zu mir und haben mir ein riesen Kompliment gemacht und meinten, machen Sie nie den Fehler und gehen Sie auf eine Autorenschule, weil Sie so einen persönlichen, individuellen Stil haben, der uns so unheimlich gut gefällt, dass wir das genau so haben möchten. Und da habe ich wieder gespürt, dass all diese Ängste und Sorgen, die wir uns so eintreten haben lassen, wirklich unbegründet sind. Und die beste Referenz, die du dir aneignen kannst, ist die dann im Herzen zu folgen und wirklich aus deiner eigenen Energie heraus zu handeln. Und weil du vorhin sagtest, gesellschaftlich anerkannter Weg, das ist auch sehr, sehr geil. So, klar wäre der Weg, wie ich ihn jetzt gehe, nicht wirklich erstmal gesellschaftlich anerkannt. Die Leute, die mich jetzt aber hören und sehen und auch spüren, was ich für ein Leben führe, die sind fast neidisch. Also die bewundern das extrem und sagen, wow, du kannst den ganzen Tag tun, was du willst. Es ist ja nicht nur so, dass ich keinen Chef habe, sondern dass alles, was ich kreiere, aus meiner Energie heraus entsteht. Das heißt, ich kann immer tun, was ich will und verdiene damit wahrscheinlich dreimal so viel wie jemand, der angestellt ist und tut, was jemand anders will. Und so merke ich eben auch immer wieder, wie viel Energie das gibt und natürlich bringt auf allen Ebenen. Ja, nee, also cool. Also das ist jetzt wahrscheinlich dann auch das, was dann in meinem Kopf noch ist. Das sind dann einfach, ja, Glaubensmuster oder Gedankenmuster, die mir dann einfach, ja, früher, sagen wir mal, mitgegeben worden sind und die jetzt immer noch aktiv sind. Muster, diese Glaubenssätze, die einfach instinktiv in ganz jungen Jahren uns schon mitgegeben werden und die dann so einen eigenen Kreislauf, sagen wir mal, fahren. Und wenn einem das nicht irgendwann bewusst wird, zum Beispiel mir ist es gerade bewusst geworden, das, was du jetzt sagst, das macht ja voll Sinn. Und ich würde eher einem glauben wie dir, als einem, der jetzt irgendwie, was weiß ich, eine ganze Liste da irgendwie an irgendwelchen Referenzen, an irgendwelchen Ausbildungen, an irgendwelchen Supercoach-Tagungen teilgenommen hat, aber nicht irgendwie, wenn ich dem in die Augen schaue, da ist dann keine Verbindung. Und das sind halt einfach so Sachen, ich glaube, auf die kommt es in Zukunft immer mehr an, weil immer mehr Leute auf der einen Seite merken, dass es eben so, wie man es bisher gekannt hat, nicht mehr weitergehen kann. Und deswegen sehen sich, glaube ich, instinktiv ganz viele Leute nach eben genauso Leuten wie dir, die eben zeigen können, ey, Moment mal, wir leben doch in gar keiner Zeit mehr, wo man all das wirklich noch braucht. Also diese ganzen Referenzen, diese ganzen Ausbildungen, diese ganzen... Alles nur im Kopf, alles nur auf Papier, alles nichts, was im Jetzt irgendwie von Bedeutung ist. Und ja, das hat mich gerade ein bisschen geflasht, wo du das gesagt hast. Also wirklich verdammt cool. Ja. Danke dir, sehr schön. Pass auf, das Thema ist auch, dass viele vielleicht, das möchte ich nur kurz klarstellen, viele verwechseln das, dieses freie Leben mit, meine Oma hätte jetzt gesagt, Lotterleben, so weißt du, also, dass man nicht wirklich was tut. Und das Spannende ist, wenn du deine Vision gefunden hast, deinem Herzen folgst, dann hast du ja einen Drive, der dich komplett am Grinden hält sozusagen. Und das ist auch bei mir der Fall. Also, wenn ich meine Musikvideos schneide, so, dann bin ich manchmal 12 Stunden am Stück am Action machen, so.
Oder wenn ich auf Tour bin, so bin ich ja auch 3 Tage, 4 Tage nonstop unterwegs. Und ich freue mich nonstop drüber. Der Punkt ist nur, wenn du angestellt wärst, würdest du bei solchen Arbeitszeiten wahrscheinlich sagen, es geht gar nicht klar. Und das Schöne ist, dass wenn du diese Freiheit hast, kannst du die auch immer 3, 4 Tage mal frei nehmen und einfach wieder chillen und tun, was du willst. Du willst es nur irgendwann gar nicht mehr. Und das fand ich eben so faszinierend, dass dein Erfolg in dem Moment deshalb so grandios wird, weil du alles, was du tust, aus der Überzeugung heraus tust, dass du es für dich machst, für dein Leben, für dein großes Werk in deinem Leben, was du hinterlassen wirst. Und auch auf dich bezogen, mit der YouTube-Geschichte so, es gibt so unfassbar coole Möglichkeiten. Und wenn du jeden Morgen aufstehst in dieser Freude und überlegst so, dein Verstand will ja auch nur beschäftigt werden, so. Kurzer Tipp am Rande, so, wenn jemand an Zweifel gerät und sich Sorgen macht und so, dann ist dein Verstand nur in so einer Endlosschleife, weil er beschäftigt werden will. Und dann stell ihm einfach eine intelligente Frage. Zum Beispiel, was bringt mich meinem Ziel heute näher? So, was kann ich tun? Weil wenn ich den Leuten draußen sage, so, was ist 2 plus 2, musste jeder an die 4 denken, weil unser Verstand einfach Bock drauf hat, Aufgaben zu lösen. Und so kannst du es super gut nutzen, dass du dir diese Fragen stellst. Und ich stelle mir jeden Morgen nach meiner Meditation die Frage, so, was kann ich heute tun, was mich meinem Ziel näher bringt oder meinem Traum noch mehr Leben verleiht. Und jeden Tag schreibe ich mir 3 Punkte auf. Und das Krasse ist, ich komme auf super viele schöne Dinge, auf die du sonst vielleicht gar nicht kommen würdest. Und dann erledige ich die natürlich auch so. Und das hält sozusagen die Maschine nonstop am Laufen, ohne dass es irgendwie Energie und Kraft kostet. Und das kann dir eben auch keiner beibringen. Also das wird dir niemals ein Coach oder so vermitteln können. Oder also in keiner Schule wird es dir heutzutage erstmal noch vermittelt. Und das ist so auch mein Tipp dazu. Trau dich zu machen und dann wird sich aus deinem Glauben heraus der Drive entwickeln, auch nonstop am Ball zu bleiben. Ja, sau cool. Also Wahnsinnsworte. Und dann jetzt vielleicht noch so abschließend dazu jetzt zu diesem Thema. Was ist jetzt für dich ganz langfristig gedacht? Was ist so dein größter Traum, den du mit diesem Projekt Seum oder ist mehr als ein Projekt, ist dein Leben, was du damit aber so wirklich verfolgst? Also wenn du jetzt sagen würdest, ey, jetzt, du hast selbst davon geredet, dass du jeden Morgen visualisierst, dass das, was du vor einem Jahr visualisiert hast, eingetreten ist. Und wenn du jetzt so wirklich nicht nur für die nächsten Monate visualisieren würdest, sondern wirklich ganz langfristig, was ist da dein größter Traum, der dich ganz extrem motiviert? Ja, das tue ich tatsächlich. Also ich visualisiere auch immer auf langfristige Ziele hin, also weil ich halte es für wichtig, dass wir groß träumen, dieses Think Big-Prinzip, dass wir uns wirklich trauen, eine große Vision zu haben. Und ich sehe das so, ich will in den größten Opern und Theaterhäusern der Welt auftreten mit einem großen Orchester und mit einer wundervollen Show. Ich will dann eben auch Tänzer mit einbinden und viele verschiedene Aspekte und einfach so die Welten verbinden. Also normalerweise gehen Leute unseres Alters jetzt nicht wirklich in Opernhäuser. Und ich fände es halt so cool, die Menschen, die da eh schon hingehen, komplett zu flashen und denen eine neue Welt zu zeigen und eben auch alle jungen Leute dahin zu bringen. Ich trete jetzt schon viel in Theatern auf, weil ich das liebe so. Ich buche mir immer kleine Theater und spiele dann da meine Shows, weil es halt so schön ist, du sitzt da entspannt in so einem Samtsessel, sag ich mal, und dann hast eine handgewalte Decke über dir und kannst dich in eine Welt fallen lassen, wo du halt einfach freshe, neue Musik hörst, die dich aber tief im Herzen berührt. Und genau das möchte ich eben auf höchster Ebene machen, also sei es in der Elbphilharmonie oder eben in Wiener oder Züricher Opernhaus. Und mit meinen Seminaren habe ich auch definitiv den Plan, weltweit mal Seminarzentren zu haben. Ich reise ja auch super gerne durch die Welt so und glaube, dass es total schön ist, überall so ein paar Camps zu erbauen, um auch die Menschen zu unterstützen, um da die dort ansässigen Menschen alle zu supporten und einfach den Leuten rund um die Welt die Möglichkeit zu geben, daran teilhaben zu können. Und ich finde es auch besonders wichtig, eben wenn wir auf Reisen sind, sehen wir immer viele Videos so, den Menschen, wenn du da irgendwo bist, wirklich möglichst viel zu geben. Und deshalb ist das auch ein großes Ziel von mir oder von meinem Team und mir, da mehr und mehr noch international zu gehen. Ja, cool. Und dann jetzt noch eine Frage zu deinem, ja, zu Seum, sagen wir mal. Wenn du jetzt ein Lied auswählen müsstest, das du irgendeinem zeigen müsstest, also nur ein einziges Lied, was wäre das für eins? Von deinen jetzt? Also ich persönlich finde Magischer Zirkel ist ein sehr gutes, exemplarisches Thema, so, weil der Song geht 7,5 Minuten und der beginnt in der Traurigkeit, wo ich mich eben vor 10 Jahren befunden habe und beschreibt so ein bisschen die Entwicklung bis zum heutigen Tag, beziehungsweise ich habe ihn vor 2 Jahren geschrieben, also er endet praktisch von vor 2 Jahren. Der Song Berufung berührt auch sehr, sehr viele Menschen. Ich habe den Song Berufung nebenbei geschrieben, ich habe den in einem Kinosaal geschrieben,
weil ich gerade einen Film gesehen habe, der mich geflasht hat, hatte diese Zeilen im Kopf, habe den Song dann geschrieben. Und für mich hatte der gar keine so hohe Bedeutung. Das war, bevor ich meinen Durchbruch hatte, habe ich diesen Song geschrieben. Später hat eine Freundin zu mir gesagt, dass die Zeilen, die ich in dem Song geschrieben habe, wahrscheinlich von mir selbst an mich selbst gerichtet waren. Und erst als ich das gecheckt habe, habe ich verstanden, wie hoch die Bedeutung des Songs ist, weil es ja nur darum geht, folge deinem himmlischen Ruf, also der Stimme eben, die in dir so laut ruft. Und ich glaube, diese zwei Songs sind auf jeden Fall schon sehr wichtige Eckpfeiler in meinem Leben. So. Ja, sehr cool. Und dann jetzt die vorletzte Frage, beziehungsweise ist eigentlich ja eine indirekte Frage. Ich weiß von ganz vielen, die mir zuschauen, dass die noch in dieser Phase sind, in der ich auch noch ganz lange Zeit war nach diesem Abitur, wirklich in der Phase, wo, wie du das auch eben geschildert hast, in dieser Stille, also dass man jetzt erst begonnen hat damit, all diese ganzen Ablenkungen wirklich wegzustreichen und nun das erste Mal in seinem Leben, ganz viele sind so um die 20, nur in sich selbst zu hören. Und ich weiß aus eigener Erfahrung zu gut, das weißt du wahrscheinlich auch zu gut, dass wenn man das erste Mal macht und wenn man wirklich aus einer Zeit kam, wo man total abgelenkt war mit ganz vielen Sachen, die einen überhaupt nicht weitergebracht haben, dass dann ganz viele Sachen hochkommen, die man all die Jahre eben nicht spüren wollte, die man nicht fühlen wollte. Und dass sich das alles andere als cool anfühlt. Also dass das Gefühle sind, dass da eine innere Leere hochkommt, dass man einfach nicht weiß, wohin mit sich. Und dass bei all diesen coolen Worten, die man dann irgendwo auf YouTube oder sonst irgendwo aufschnappt, dass man ja in dieser Zeit vielleicht noch gar nicht so daran glauben kann, dass es irgendwann besser ist. Und vielleicht hast du für all die, die noch in so einer Phase stecken und noch nicht so wirklich die Leiter da raus haben, beziehungsweise sie gar nicht sehen, vielleicht hast du für die ein paar coole Worte noch auf Lager. Ich schlage, hatte ich 30 Ideen im Kopf. Also erstmal angefangen damit so, wenn du spürst, ich will zwischen zwei Punkten differenzieren, wenn du spürst, dass Gefühle in dir aufkommen, die dich runterziehen, die eine Leere erzeugen, so, wichtig ist, Gefühle wirklich anzunehmen und zu fühlen. Ich weiß, das klingt total kitschig und so, aber es ist tatsächlich elementar. Also Trauer, Wut, das sind Gefühle, die wirklich gesehen werden wollen und wir entwickeln irgendwann im Alter Krankheiten, wenn wir diese Gefühle nicht wirklich anschauen. So. Deshalb ist es wichtig, sich ungeachtet der Story nur auf das Gefühl zu fokussieren und es zu spüren, weil es möchte nur präsent gesehen werden und dann löst es sich auch wieder auf. Der andere Aspekt sind Gedanken. Wir haben unfassbar viele destruktive Gedanken und gerade als ich auch jung war, hatte ich das enorm durch die vielen Einflüsse. Und dazu ist zu sagen, dass wir wirklich bestimmen, was wir denken. Das heißt nicht, dass du von den 60.000 Gedanken, die du täglich denkst, jeden bestimmen kannst. Jedoch kannst du anfangen, so eine Gedankenhygiene zu betreiben. Und wenn du jetzt abspülst oder im Auto an der Ampel stehst oder diese kleinen Momente, einfach mal zu beobachten, an was denke ich eigentlich gerade? Und sich das erste Mal bewusst zu werden, was eigentlich in deinem Kopf abgeht. Weil in deinem Verstand halt diese Äffchen hin und her hüpfen und die möchten letztendlich eine gute Aufgabe bekommen. Und wenn wir die ihnen nicht geben, so wie ich vorhin sagte, so, dann beschäftigen die sich mit allem Scheiß, aber es ist nicht so für uns. Und wenn wir anfangen, die Gedankenhygiene zu betreiben und uns immer wieder intelligente Fragen stellen oder uns die Vision von unserem Traumengedanken ausmalen, dann irgendwann automatisiert sich genau dieser Vorgang. Das dauert 28 bis 90 Tage, dann ist es im Unterbewusstsein verankert und dann wird es zu einer automatisierten Handlung und in dem Fall ein automatisierter Gedankengang. Und dann befasst du dich irgendwann tatsächlich automatisch mit guten Dingen, mit konstruktiven Dingen. Das hilft gerade in jungen Jahren mit 20 enorm. So, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wenn man nicht weiß, was man möchte, ist es auch ganz schön, sich dessen ganz offen bewusst zu sein und zu sagen, es ist okay, dass ich nicht weiß, was ich will und die Frage zu stellen. Also es ist wirklich für mich eine Magie, die da drin steckt, egal ob du Gott oder Universum oder was auch immer dazu sagst, aber es gibt da irgendeine Macht und wenn wir uns dieser Macht hinstellen und sagen, ich weiß nicht, was mein Weg ist, bitte zeig es mir, dann kommen Wege und dann wirst du sehen, was für dich bestimmt ist. Und diese Frage zu stellen, ist eben auch was, was Mut erfordert. Das haben uns Kinder total voraus, weil Kinder in die Welt gehen mit 4, 5 und sagen, ich verstehe die Welt nicht, erkläre sie mir. Und dann erklären wir alles und dann bleiben Kinder auch voll offen für diese Wunder und Abenteuer. Und wir haben irgendwann den Fehler gemacht, eben wie du gesagt hast, wir haben studiert, Abi gemacht, wir haben viel gelesen und dann denken wir, okay, jetzt weiß ich so viel. Und dann haben wir eben diese Tür schnell zugemacht. Und deshalb ist es so cool, die Tür wieder zu öffnen und zu sagen, ich weiß es nicht, bitte zeig mir meinen Weg.
und dann ganz offen auf Zeichen zu achten. So. Das Universum kommuniziert in meinen Augen wirklich mit Intuition und Inspiration. Das ist so das Alphabet des Universums. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du diese Fragen täglich stellst, so was ist für mich bestimmt, was ist mein Weg, dann darauf zu achten, was lese ich in Zeitschriften, wovon sprechen Freunde um mich herum, was kommt im Radio. Also so viele Möglichkeiten, die diese Macht nutzen kann, um mit dir in Kontakt zu treten und um dir zu zeigen, was für dich bestimmt ist. Und dann letztendlich natürlich der Emotion zu folgen. So, deine Freude ist immer der Wegweiser zum richtigen Weg auf der Reise durchs Leben. Und wenn du der Freude folgst so und diesen Zeichen folgst, so, dann kannst du nur den richtigen Weg finden. Und dann sei natürlich sanft zu dir. Das ist auch ganz wichtig. Erwarte nicht, nach 2 Wochen sofort die Lösung zu haben, sondern geh ganz sanftmütig und behutsam mit dir um und es wird sich dir entfalten. Ja, cool. Also damit war die letzte Frage motivierende Abschlussworte eigentlich auch schon vollkommen erledigt. Also super cool und ich glaube, das hat ganz, ganz vielen ja auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, glaube ich, geholfen, weil das sind Worte, die sind nicht einfach irgendwie so dahingesagt, sondern die holen einen wahrscheinlich da ab, wo man eben gerade steht. Dass ganz viele von meinen Zuschauern eben, wie eben gerade gesagt, noch in dieser Phase stecken, in der ich auch noch eigentlich stecke, dass man eben darauf wartet oder nicht darauf wartet, sondern dass man sich jetzt das erste Mal bewusst eben die Zeit nimmt, nicht unbedingt nur noch mitzulaufen, sondern eben jetzt darauf wartet, eben die Zeichen, wie du das eben wunderbar formuliert hast, diese Zeichen zu bekommen, nach und nach, Stück für Schritt, Schritt für Schritt eben auf seinen Weg zu kommen. Aber ich glaube halt eben auch an Gott, ich glaube an irgendwas Höheres und ich hatte auch schon öfter Momente in der Meditation oder in einem Gebet, wo ich einfach gespürt habe, okay, da ist jetzt irgendwas in mir, was, wenn ich mit dem rede, was irgendwie mit mir in Resonanz tritt. Hätte ich sowas vor 2 Jahren irgendwie gesagt, dann hätte ich mich selbst wahrscheinlich für verrückt gehalten. Aber da hat sich einfach in diesen 2 Jahren so viel geändert, auch an Erfahrungen, dass ich ja jetzt auch an sowas glaube. Das ist einfach so und das fühlt sich viel, viel besser an, als wenn man nur denkt, dass man irgendwie alleine hier ist und dass man alles irgendwie alleine schaffen muss. Und ich glaube auch inzwischen an dieses Gesetz der Resonanz, also dass man das anzieht, wenn man wirklich daran glaubt, was man eben genau in diesem Moment braucht. Und ob das jetzt erstmal am Anfang vielleicht nur ein Buch ist, was einem einen neuen Weg aufzeigt, ob das dann irgendwann eine Person ist, die ins Leben tritt und anhand der man vielleicht neue Inspiration, neuen Mut schöpfen kann. Oder ob das vielleicht einfach nur eine Erfahrung ist, auch wenn die erstmal nur negativ ist, aber in einem Monat deutet man die irgendwie positiv. Man bekommt irgendwie das, was man braucht. Und selbst wenn jetzt ein Zuschauer viele Jahre lang irgendwie abhängig von irgendwas gewesen ist, selbst das wird einem irgendwann, sagen wir mal, was mitgeben oder eine Erfahrung mitgeben, wo man ganz genau weiß, wie sich Leute fühlen, die eben vielleicht da auch noch drin sind. Und dann ist das eben vielleicht sogar aus diesem Schatten, wird dann irgendwann genau dieses Licht, dass man eben vielleicht anderen genau deswegen ganz besonders helfen kann. Also nicht nur helfen kann, weil man da irgendwie eine Ausbildung gemacht hat, sondern weil man ganz genau weiß, wie der sich wirklich fühlt. Und genau deswegen finde ich das verdammt cool, wenn heute sich so viele Leute genau dafür interessieren, dass man offen wird für Gedankenmuster, die man vor 20 Jahren noch nie gedacht hätte. Und deswegen fand ich dieses Gespräch jetzt verdammt cool mit dir, einfach weil einfach genau das, was ich eigentlich, ja, wovon ich auch überzeugt bin, hast du jetzt super cool in Worte gefasst. Das hätte ich so cool wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und deswegen verdammt cool, dass du da warst. Und vielleicht jetzt zum Schluss nochmal dir die Chance, dass du ja an den Zuschauer nochmal vielleicht in ein paar Sätzen deine Botschaft nochmal in gebündelter Form mitgibst zum Abschluss. Ja, also mir geht es vor allem darum, nochmal zusammengefasst, dass jeder erkennen darf, dass er unendlich großes Potenzial in sich trägt und dass du wirklich unbegrenzte Möglichkeiten hast. Ich habe hunderte, fast schon 1000 Menschen begleitet in Seminaren und habe unfassbar viele Geschichten, auch von ganz vielen jungen Menschen erfahren, die sich getraut haben, sich selbst neu zu erfinden und jetzt wirklich super gut davon leben und glücklicher denn je sind. Deshalb achte ein bisschen auf deine Gedanken, achte darauf, was dir Freude bereitet und trau dich vor allem, einen anderen Weg zu gehen. Eben den Weg, den andere für dich vielleicht vorsehen, zu verlassen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn du was tust, was es noch nie gab und wo die Menschen sagen, das ist ja wirklich vollkommen unrealistisch, dass man damit was machen kann, dann ist das ein super Zeichen.
So war es bei mir Zeit meines Lebens. Immer wenn die Leute sagten, so, das ist echt unrealistisch, damit was zu starten, so, dann war das für mich super. Und auch heute so, ich stehe damit außer Konkurrenz in dem, was ich tue, weil es einfach nur mein Weg ist. Und das ist meine Einladung an jeden da draußen. So, trau dich, dich neu zu erfinden und deinen Weg wirklich voller Mut zu gehen. Und du wirst belohnt werden, da bin ich ganz sicher.